Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion. Ja, der eine oder andere könnte sich jetzt vielleicht fragen, warum ich den Part hier starte, da wir ja eigentlich im Garten gespeichert haben. Der Grund dafür ist relativ simpel. Mir ist aufgefallen, dass ich für zwei Geister nochmal, für zwei Buhus nochmal die Chance bekomme, sie einzufangen. Und ja, ich denke, das sollten wir jetzt auch mal nutzen. Man sieht ja unten die Anzeige, wie sie ausschlägt. Da läuft die mittlere Kiste. Oh ja. Okay. Game Boo. Ah, gleich mal wieder ein mehr. Fantastisch, mach nur weiter so, Luigi. Okay, du kannst mir jetzt den Buch schicken und mir dann endlich in der Speicher. Gemacht, Luigi. Ja, das werde ich, Professor Igitt. Ja, man sieht vielleicht auch schon, dass ich mich ein bisschen aufgeheilt habe und die Wasseranzeige, das war Zufall, eigentlich war es nicht geplant. Ja, und ich weiß auch nicht, warum ich bei diesem Raum das noch nicht erwähnt habe. Dieses Bild ist ja sehr markant. Also, man erkennt es ja, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Jedenfalls, man sieht dieses Zimmer auch auf der Stage Luigi's Mansion in Super Smash Bros. Brawl. Ja, das wollte ich mal erwähnt haben. Für alle, die Super Smash Bros. Brawl spielen, die werden es auf jeden Fall erkennen. Ich habe mich gefreut, also, dass ich das wiedererkannt habe. So, und hier hat sich auch noch ein Buch versteckt. Mehr in der Richtung. Wo jetzt? Im Hocker? Nee. Mario. Ach hier. 40, wie mag ich entkommen? Toll. Schon wieder entkommen. Obwohl er nur 40. Oh! Scheiße, ja. Einmal 14 Buhus jetzt. Das ist auch eine schöne Ausbeute. Hey, gut gemacht, Luigi. Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken und mir deine Daten senden. Ja, speichern. Gemacht, Luigi. So. Und dann kann ich mich auch noch erinnern, dass im letzten Part gesagt wurde, wir sollten zu dieser Madame sowieso gehen. Sie wollte uns was über Marios Mütze erzählen oder so. Oh ja. Frage mich nur, was ich jetzt hier tun soll. Ich würde mal sagen, ich hole mir einen Feuergeist. Ja, hier, Feuergeist, komm mal ran. Gut, haben wir jetzt Feuer. Dann werden wir hier erstmal die Fackeln entzünden. Das müsste eigentlich sehr hilfreich sein. Kann ich das da oben auch entzünden? Mario! Was soll ich denn mit dieser Kristallkugel da machen? Anzünden? Ja, ist gerade etwas seltsam. Was soll ich hier tun? Aber ab und zu kommt hier mal Geld, das finde ich gut. Seltsam. Stuhl anzünden bringt auch nichts. Stuhl absaugen auch nicht. Gehen wir nochmal raus und sprechen mit dem mit dem Toad. Ja, man hört es vielleicht auch noch, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, erkältet, whatever. Ja, was heißt immer noch? Dieser Part wird eher hochgeladen als der Part von Paper Mario, wo ich sage. Das war ja gespoilert. Oh, komm ran, Herz. Meins.
So viele komische kleine pinke Geister, ne? Komm her. Herz. Man hört sogar immer noch Mario. Ach, sehen wir schon wieder diese Animation? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, ich kann es auch gerade nicht für euch wegdrücken. Nein! Okay. So, wo war denn nochmal dieser Toad? So viel Geld, ne? Gibt's ja gar nicht. Ey, ich bin auch extra zur Seite gegangen. Beim ersten Mal habe ich es ja geschafft, ohne mir weh zu tun. Übrigens, ich habe eine Idee, was du mir mal sagen kannst. Worum geht's? Ach ja, stimmt, das habe ich auch screen gemacht. Hey. Ich sage jetzt mal normal vor, weil ich mit Halsschmerzen das nicht so gut synchronisieren kann. Irgendwo hier gibt es eine Geisterdame, die in Zukunft sehen kann, wenn sie die persönlichen Dinge einer Person berührt. Ihr Name ist Madame Lecaro. Ich bin mir sicher, dass Madame Licaro dir sagen kann, warum es Mario in ein Bild verschlagen hat, sobald sie seine gesamten Sachen hat. Warum zeigst du ihr nicht einfach seine Sachen? Sie scheint sich im Zimmer mit der Kristallkugel aufzuhalten. Ach so, ich brauche erst die gesamten Sachen. Ja, das ist eine Kleinigkeit, die man beachten muss. Ja, das war ja im letzten, oder war es im vorletzten Part? Ne, ich glaube im letzten Part. Haben wir ja hier diesen Muskelprotz, der Luigi einen Schwabbel genannt hat, erstmal die Deviten gelesen. Ja. Ich habe gerade nochmal drauf geachtet, ob die Aufnahme noch funzt. Ist ja einmal der Fall gewesen, dass sie einfach abgeschmiert ist und ich habe sie nicht mitgekriegt. Ja, wenn wir hier mal wieder durchkommen, dann sollten wir wieder in den normalen Flur gelangen. Und hier können wir endlich die Treppe benutzen und etwas höher kommen. Oh, hier brennt. Ja. Nein, nicht das hier. Und wenn wir mal das hier so genau angucken. Nein, hier. Dann sieht man schon gleich, dass eigentlich jede Tür offen ist. Das finde ich schon mal ganz gut. Nur hier müssen wir einen Schlüssel kriegen. Aber wir könnten sogar, wenn wir wollten, schon noch eine Etage höher. Finde ich ganz lustig. Gucken wir uns jetzt erstmal alles hier an. Irgendwie sieht es hier fast genauso aus wie Untergeschoss, also Erdgeschoss. Wie viele Geister sind denn hier? Okay, von denen halte ich mich fern. Schon wieder ein Badezimmer? Oh. Ich würde sagen, da stören sie mal noch nicht. Oder? Doch, wir stören. Zimmerservice. Ja. Zimmerservice? Seltsam. Hallo, hier ist der Zimmerservice. Dann eben nicht. Moment mal. Hey, ich bin auch ausgewichen. Oh. So. Ah, wie wohltun, eine kochend heiße Dusche. Okay, dann muss ich wohl mit dem normalen Wasser hier ankommen und dann wird sie sich wohl erschrecken. Oder eher, kein Plan. Und was ist hier? Ach, ein altes Ohmchen. Ja, Luigi, lass dich mal von ein paar rollenden Kugeln. Ah. Was ist das denn?
Was sagt die uns? Ach, was für ein putziges Männchen, wenn ich mit ihm spielen sollte. Okay. Aber hier diese Kugeln, die sind mir ja suspekt. So, gleich weiter. Kugel. Ach, da war noch ein Scheinchen. Ja, also, ne? Und so. Wow, jetzt verfolgt ihr mich ja. Jetzt ist er auch noch vor der Tür. Aber sie erschreckt sich nicht vor dem Licht. Sehr mysteriös hier das Ganze. Wow. Ich habe auch noch nicht rausgefunden übrigens. Wow. Was man da mit dem Dicken unten machen soll, den wir ja auch gefunden haben, der die ganze Zeit frisst. Jedenfalls finden wir hier ziemlich viel Money. Hör, der Lichtschein geht raus, witzig. Oh, Entschuldigung. Erstmal müssen wir jetzt die Oma hier von der Tür weglocken. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal eine Idee, wie ich gegen die Oma angehen sollte. Oder auch nicht. Los, komm her. Hä? So ist recht. Hallo, wie konntest du mich denn treffen? Sehr seltsam das Ganze. Jetzt. Kommst du deine gerechte Strafe umführen? Oder auch nicht. Wo eher ich bekomme eine gerechte Strafe. Ja. Los, Luigi, häng dich noch ein bisschen mehr rein. Wie die immer rumwettert. Ach, diese Jugend immer! Wollte mich aber das alte Obstchen einsaugen. Ah! Los, Luigi! Jetzt aber mal. Naja, nicht ganz, aber fast. Jetzt können wir mal hier alle Perlen einsammeln. Ist hier noch hinter dem Sofa? Ah ja, okay. Ich würde sagen, dann suchen wir jetzt erstmal nach dem Buhu. Egal, ich war erstmal hier öffnen. Schlüssel! Ah ja. Hä? Was war denn da? Ach so! Der Raum! Okay. Wen an uns? Das ist der Raum neben dem von dem Baby Louis. Okay, ich glaube, wir müssen hier nochmal kurz raus, bevor wir den Buhu fangen können. Das machen wir auch einfach mal. Also ich nehme auch noch nicht allzu lange auf. Also viel zu lange, dann geht das ja noch. Luigi. Luigi, den Schrank. Mario? Okay. Das war die Falle. Scharf kombiniert, nicht wahr? Oh.
Limburger. Ja. Okay, er hat mir erstmal noch Energie abgezogen. Und dann ist er verschwunden und ich habe nicht gesehen, wohin. Ja. Wieso auch nicht? Aber ich wollte es eigentlich beenden hier den Part. Also, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.